Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster On Ride, einer Achterbahnvorstellung mit mir, dem Aqualords. Ja, ich möchte euch heute den Canyon Runner näher bringen. Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Ja, was sollte man als erstes dazu sagen? Also es handelt sich einmal um eine Minenachterbahn. Wie man hier sieht, sie ist sehr, sehr schön thematisiert auf einen nicht allzu großen Raum. Auch rundherum thematisiert, also das heißt, ihr könnt diese auch sehr, sehr schön in die Parkmitte stellen. Oder besser gesagt, wenn ihr irgendwo vielleicht einen Westernbereich habt, würde sich diese Bahn auf jeden Fall richtig gut eignen. Ja, hier noch einmal kurz mal drüber geschwenkt über die Bahn. Mir persönlich hat sie sehr, sehr gut gefallen, weil wie gesagt, ich schaue grundsätzlich immer auf Detailreichtum. So, jetzt stellen wir mal kurz 10 Uhr ein. Ich wollte hier nämlich noch mal zeigen, wie kompakt diese Bahn wirklich gebaut ist. Also ihr könnt sie wirklich in einen Westernbereich sehr, sehr schön mit einbringen. So, das zweite, was mir sehr, sehr gut gefallen hat von unserem lieben Herr Bauer, ist, dass er hier uns wirklich Wegweiser gemacht hat, wie man hier den Weg zum Ansetzen hat. Hier genauso. Und dann, wenn man hier hineinschaut, ich hoffe, ich schaffe es gleich beim ersten Mal. Wenn man hier hineinschaut, hat er hier auch da drinnen die Wege angezeigt, wie man sie bauen sollte. Ja, also wie gesagt, mir hat die Bahn sehr, sehr gut einmal gefallen von der Thematisierung her. Wir werden sie natürlich einmal untertags fahren, einmal in der Nacht fahren. Schauen wir uns einmal ganz kurz nur die Bewertungen an. Ich habe sie nämlich jetzt schon laufen lassen, dass wir die Bewertungen mal haben. Sie sind jetzt nicht allzu schlecht, sind vielleicht auch nicht die besten, aber das wird wahrscheinlich dem wieder geschuldet sein, dass die Bahn, finde ich jetzt vom ersten Blick her, sehr, sehr realistisch aussieht und hier sicherlich auch ein unter der anderen Wegpunkt ist hier, so wie jetzt hier die Bahn sehr, sehr langsam in die Station wieder zurückfährt. Aber ja, wie gesagt, also wenn man wirklich einen realistischen Park bauen möchte, dann ist man mit dieser Attraktion sicherlich bestens bedient. Ja, was kann man noch dazu sagen? Er hat sich hier wirklich Mühe gegeben, die Steine hier wirklich zu setzen. Also der Park sollte auf jeden Fall vielleicht sonst nicht allzu detailreich gebaut sein, weil sonst könnte es vielleicht Probleme an der Performance geben. Aber gut, ich möchte jetzt nicht allzu lange natürlich hinhalten. Machen wir, besser gesagt, drehen wir mal eine Runde gemeinsam hier mit der Achterbahn gemeinsam. Okay. Also es sind beide Züge gerade unterwegs. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Aber gut, der kommt jetzt gleich in die Station hinein. Dann werden wir mal bei dem gleich bleiben. Noch einmal kurz zur Zusammenfassung. Also wenn ihr das in euren Park bauen wollt, leider Gottes habe ich nirgendwo einen Wegweiser gefunden, der jetzt auf die Höhe von dieser Attraktion hinweist. Also ich habe es jetzt nach bestem Wissen und Gewissen selbst gebaut. Dann gab es aber auch zwei Stellen in der Bahn selbst drinnen, wo ich das Terrain noch absenken musste. So, jetzt geht's mal los. Ich finde auch, das Stationsgebäude ist schön thematisiert. Mit einmal einen kleinen Drop weg. Und jetzt fahren wir, also ich finde zumindest sehr, sehr realistisch hier hinein in die Mine. Und werden jetzt hinaufgezogen, relativ schnell sogar. Und ja, jetzt geht's los, hier auch kurz thematisiert. Und ich finde, er hat sich hier wirklich Mühe gegeben. Die Bahn kann man auch auf jeden Fall als Family Coaster durchgehen lassen. Sie ist jetzt nicht allzu schnell gemacht, aber so vom Fahrgefühl her finde ich sie sehr, sehr schön und auch relativ geschmeidig. Hier kurz einmal Erdteilchen hinausgeholt. Das wäre vielleicht fast ein bisschen zu wild jetzt gewesen für die Bahn. Aber im Großen und Ganzen kann man ihm das sicherlich auch verzeihen. Hier sehr, sehr gut mit der Geschwindigkeit gehaushaltet. Und jetzt geht's rauf in den zweiten Lifthill mit der Glocke oben.
Das wäre natürlich noch genial, wenn die auch noch synchronisiert wäre. Nicht nur wie der Rabe hier auf der linken Seite, sondern auch diese. Aber das geht ja in Planet Coaster, soweit ich jetzt noch weiß, noch nicht. Aber sonst hier, also wenn man das sieht, das ist wirklich sehr, sehr schön hier gearbeitet. Vielleicht auch ein bisschen die Big Thunder Mountain hergenommen als Vorlage. Aber das kann man auf jeden Fall so lassen, wie es hier ist. So, jetzt werde ich mal schnell rausgehen, damit wir mal auf 1 Uhr in der Früh schalten. Wir werden jetzt gleich wieder hineingehen. Ich hoffe natürlich, er lasst mich jetzt wieder mit dem fahren, dass ich hier wunderbar. Also das Stationsgebäude wirklich so schön beleuchtet. Habe ich selten noch gesehen, dass es hier auch hier drinnen wirklich thematisiert wird. Und ja, schauen wir jetzt mal, wie weit hier wirklich auch die Beleuchtung ist. Also ich würde auf jeden Fall sagen, eine Canyonbahn sollte nicht zu stark beleuchtet sein. Gerade hier bei den wichtigsten Punkten, hier wie bei den Lift Hill, wo wir auch in einer Mine drinnen sind, da sollte natürlich die Beleuchtung da sein. Dann während der Fahrt da die Wagen auch noch einmal beleuchtet. Und hier sollte es eigentlich nicht sein. Erst dann wieder, wenn wir zu bebautem Gebiet kommen. Hier genau, ja, sehr schön gemacht. Und hier wieder im Dunkeln. Also, da muss man wirklich sagen, hat der Bauer schon sehr, 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 sehr viel Geschick auch angewandt. Hier auch mit den Gebäuden, hier wo man durchfährt. Also ich finde es wirklich eine sehr, sehr gelungene Achterbahn. Also, wenn ich mir mal wirklich einen Western-Bereich baue und vielleicht jetzt auch nicht so stark gehe auf selbstgemachte Sachen, dann muss ich wirklich sagen, würde mich diese Bahn sogar reizen. Sie hat zwei Wegen dabei, beide eigentlich, glaube ich, mit 5 Anhänger jetzt bestückt. Also man bekommt doch relativ einen schnellen Durchfluss an Leuten. Also wenn man hier wirklich auf Geld auch angewiesen ist, kann man mit dieser Bahn sich auch genug Geld in kürzester Zeit lukrieren. Also hier, wenn man auch das sieht, sehr, sehr schön wirklich von ihm gemacht. Also jetzt fahren wir hier nochmal kurz raus. Auch hier wirklich schön gemacht. Hier auch einmal vielleicht mit ein bisschen anderen Licht, einmal den Brunnen noch her, wo die Bahn herumfährt. Also es ist wirklich sehr, sehr schön und stimmig das Ganze. So, jetzt werde ich noch einmal schnell rausgehen, weil ich euch auch noch hier zeigen möchte. Das ist von ihm der Ausgang, relativ schlicht gehalten, hier einfach nur gerade runtergelegt und man ist eigentlich schon noch wieder draußen. Ja, sonst muss ich jetzt wirklich sagen, kann ich nicht mehr allzu viel dazu so sagen, außer ladet sie euch runter. Ja, und auf jeden Fall gebt doch vielleicht einen Like dem Herr Bauer, weil der hat sich hier sich sichtlich sehr, sehr viel Mühe gegeben und hat auch wirklich eine, meiner Meinung nach, sehr, sehr realistische Bahn gebaut. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen oder vielleicht auch bei einem meiner anderen Projekte. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Baba, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.